So, da ist immer wieder. Ha, so, es ist immer noch dunkel, habe ich in Erinnerung. Ne? Seit World of Warcraft Legion raus ist, komme ich zu nichts mehr. Nicht mal mehr zu The Long Dark schauen. Ständig meckert der Chef rum, wenn man es im Büro schaut. Ach, Christoph, das tut mir leid für dich. So, pass auf, wir werden jetzt nochmal hier 2 Stunden warten. Oh Gott. Ja, Hatipu. I could eat anything. Ah. So. Da ist doch glatt der Olli in den Chat gekommen hier, in den Stream gekommen, das wollte ich sagen. Hallo Olli, ich hab dich gesehen. Du kannst dich nicht verstecken. Ah. So. Ich hoffe, wir haben es alle genossen. Ha, versteht ihr den Witz? Genossen. Danke, Andi. So, und jetzt gucken wir uns hier erstmal in Ruhe um, nachdem wir was getrunken haben. So. Jetzt können wir hier erstmal in Ruhe versuchen, alles zu. Oh, Naset. Naset ist schon mal sensationell. Das werden wir auch gleich direkt mal brauchen. So, wir nehmen natürlich alles Wasser mit. Junges Haus, sagt er. Junges Haus, ja. Danke, Olli, danke, vielen Dank. Ich überweise dir die 5 Euro dann, ne? So. Auch im Bauernhaus bin ich unter Umständen mal wieder auf eure Augen angewiesen. Falls ich irgendwas übersehen sollte, schreibt es mir in den Chat bitte. Vielen Dank, Christoph und Kratzi. Da ist noch Wasser übrig, oder? Nee, nee, ich habe alles genommen. Ich hatte mich vertan, Karl. Ich habe im letzten Moment noch auf alles nehmen geklickt. Oh, ein Buch, ja. Oh, die Bücher sind auch super. Also die normalen Bücher, die man verbrennen kann, nicht die Skill-Bücher, weil man damit einfach jetzt gerade am Anfang ziemlich gut Feuer machen kann. Wenn man das auch echt braucht. Bitte, ich habe mein letztes Geld für Knoppers ausgegeben. Ali, Knoppers kauft man noch nicht. Da ist doch auch bestimmt hier Monsanto drin oder so. Oh, Schuhe. Oh, abgenutzte. Ja, die werden wahrscheinlich nicht besser sein als unsere, die wir schon haben, ne, oder? Nee, leider nicht. Okay. Warum sind wir denn schon mit 38 Kilo überladen? Was habe ich denn da eingesammelt? Na gut, 4 Liter Wasser, ne? Aber. Ach, guck mal. Ja, genau. Wir haben. Ja, Holz. Das ist aber in Ordnung. Ich. Hab überhaupt kein Problem damit, ein bisschen mehr Gewicht mit uns rumzuschleppen. Wir werden jetzt gleich erstmal ein paar Klamotten reparieren. So als erste Amtshandlung. Was machen wir heute? Worum geht's heute? Du hast bessere Wollsocken gefunden. Oh, stimmt, ja. Christoph, wir spielen den Testbild, wie man oben lesen kann, ganz oben am Rand von The Long Dark. Und es gibt einen neuen Schwierigkeitsgrad, den wir gerade spielen. Ja. Einen sensationell schweren Schwierigkeitsgrad. Interloper. Zu Deutsch Eindringling. Es gibt wenig Loot bis gar kein Loot. Man startet ohne Schlafsack, ohne Werkzeuge, nur mit Klamotten. Nichts zu essen, nichts zu trinken, gar nichts. Außer ein paar This gear is starting to slow me down. This gear is starting to slow me down. Hier schon wieder rummemmt hier, ne? Der Schwierigkeitsgrad Klaus, genau. In der Tat. Oh Gott, da, hier, Limonade. Oh. So, und ihr seht im Allgemeinen, in diesen Schränken ist echt fast nichts zu holen. Und das ist wirklich, ja, das ist erschreckend. Oh, eine Mütze. Diese Mütze liegt übrigens auch immer da, wenn mich nicht alles täuscht. Die habe ich bisher, glaube ich, auch immer da gefunden. So, jetzt verlieren wir hier zwar. Ein bisschen Dings, aber dafür gewinnen wir ein bisschen Dings. Deswegen nehme ich die, weil wir die auch gleich reparieren werden. Ich würde aber erstmal hier gerne alles durchstöbern.
Oh Gott, der Oliver abtrünnig. Christoph fragt, gleich vom Wolfsberg gestartet? Ja, weil der Start ist random und in allen meinen Spielständen, die ich bisher getestet habe, bin ich immer nur am Wolfsberg oder im idyllischen Tal gestartet. Und ich glaube, das hat man mit Absicht so gemacht, weil das, die Beschreibung des Schwierigkeitsgrads sagt nämlich, dass man sich alles craften muss. Und deshalb glaube ich, dass man das so gemacht hat, dass man möglichst weit weg vom trostlosen Ort startet. Denn ich habe bisher weder Messer noch Axt gefunden. Ich hasse Testbild. Ich brauche kein Fischeinwickelpapier im Briefkasten. Klaus verliert Dings und gewinnt Bums. Ja, so in etwa. So, es wäre echt sensationell, wenn wir hier einen Dosenöffner finden würden. Aber auch das ist so ein Ding, ne? Da habe ich selten drauf geachtet. Aber diese offenstehenden Türen, schaut da immer mal rein, so wie hier. Ich weiß nicht, ob das generell sich jetzt durch alle Schwierigkeitsgrade durchzieht. Zumindest bei dem Schwierigkeitsgrad hier habe ich sehr oft festgestellt, dass es in Winkeln und Ecken Dinge gibt, wie nie zuvor. So, wir gucken jetzt erstmal in den Kühlschrank. So, erstmal hier alles gucken. Ja, auf Xbox weiß ich gar nicht, wie da. Das kann gut sein, dass du eine Woche länger warten musst, Burrito. Das kann durchaus sein. Halte ich für möglich. Das ist ja auch nicht so einfach, ne? Das ist ja auch alles nicht so einfach. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Wir werden jetzt erstmal die Klamotten hier zerlegen, die wir gerade noch gefunden haben, die wir jetzt nicht mehr brauchen. Und dann werden wir zwangsläufig ein paar Sachen reparieren müssen. Und auch da kann ich euch nur raten, repariert, egal was ihr gerade habt, repariert es einfach. Weil die Chance, dass ihr was Besseres findet, ist so dermaßen gering. Und deshalb... Was? Dosenöffner? Auf 11 Uhr? Habe ich einen Dosenöffner übersehen? 11 Uhr? Von da, wo ich jetzt stehe, 11 Uhr. Warte mal. Ja, Dosenöffner auf 11 Uhr. Ah, her damit. So. Dosenöffner ist super. Vielen Dank, Andi. Dosenöffner ist voll super. So, und deswegen repariere ich auch jetzt die Weste. Weil es einfach... Das ist, ihr könnt echt für jedes Grad dankbar sein. Und dabei fällt mir gerade mal auf, dass es auch noch gescheitert. Ne? Das passiert relativ häufig. Jetzt reparier den Scheiß, verdammt! Alter, so, dann zeige ich halt jetzt erstmal hier die beiden neuen Skills. Archery und Mending. Also reparieren und Bogenschießen gibt's neu. Und jetzt haben wir das Nähset schon ziemlich gut verbraucht. Stoff haben wir noch ausreichend. Ich repariere jetzt erstmal die Mütze, wenn die Weste nicht will. So, hat sie jetzt davon. Der Wolf schreibt, ich verstehe gar nicht, warum sich die Leute Xbox und oder PlayStation kaufen. PC ist doch viel besser und auf lange Sicht günstiger. Das stimmt. Es gibt aber dummerweise, und da zähle ich mich auch zu dieser Gruppe, es gibt leider ein paar Titel, die halt nur Xbox bzw. PlayStation exklusiv sind, wie zum Beispiel auf der PlayStation Gran Turismo. Und das ist echt das einzige Autospiel, was ich über, ja, im Prinzip Jahrzehnte gespielt habe, was mich immer wieder fesselt. Und deshalb werde auch ich mir auf kurz oder lang irgendwann mal eine PlayStation 4 kaufe. Ich werde kaufe. Allein um den neuen Gran Turismo Teil zu spielen, der irgendwann hoffentlich auch mal rauskommt. So, und ich werde jetzt auch wirklich alles reparieren, was geht. Auch wenn es etwas ineffizient ist.
So, die Hose werde ich natürlich jetzt noch einmal reparieren, weil sie dann auf 99% ist und das 1% macht es dann nicht mehr, ne? Aber auch die Schuhe werde ich jetzt einmal reparieren. Ach, die bringen sowieso nur 20%. Ja, das ist ja super. Das passt ja quasi perfekt. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Wir haben nur ein Leder. Oh, sehr schön. Und ich werde die Weste, obwohl sie 25% bringen könnte, also der Reparaturvorgang, werde ich die trotzdem reparieren. So. Und ne, den lasse ich so. So, und damit haben wir uns wieder ein bisschen verbessert insgesamt. So, jetzt ist die Frage. Ich werde auch jetzt, da wir einen Dosenöffner gefunden haben, werde ich jetzt nochmal ein Feuer machen. Und werde die Sachen, die wir jetzt schon kochen können, auch in der Tat kochen. Damit unterstützt du aber die Geiselnahme-Taktik von Microsoft und Sony. Ja. Come on. Da bin ich Egoist. In diesem Fall. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, es gibt, finde ich, Autorennspiele zum Beispiel, also Autorennsimulationen, finde ich am PC auch echt nicht gut spielbar. Trotz Lenkrad und Pedalgedöns und sowas, das ist aber einfach,